Frauen verdienen weniger als Männer. Selbst schuld. Sie wählen die falschen Berufe, arbeiten oft nur in Teilzeit und sie verhandeln schlechter. Das hat doch nichts mit Diskriminierung zu tun. So einfach ist es bei uns leider nicht. Dass Männer im Schnitt 21% mehr verdienen als Frauen, dafür gibt es viele Gründe. Die Entscheidung für einen Beruf fällt früh im Leben. Und viele Jugendliche orientieren sich stark an Geschlechterrollen. Männer landen in sogenannten Männerberufen. Und Frauen in Frauenberufen, die oft schlechter bezahlt werden. Und selbst wenn Frauen sich anders entscheiden und Männerberufe wählen, hilft das nicht wirklich. Studien zeigen, wenn Frauen verstärkt in eine Männerbranche vordringen, sinken hier die Löhne. Entweder glauben Arbeitgeber, sie könnten Frauen weniger bezahlen, oder Frauen verhandeln tatsächlich schlechter als Männer. Forscher haben dazu bislang nur Vermutungen. Fakt ist aber, da Frauen oft weniger verdienen als ihre Partner, bleibt bei einem Kind meist die Frau zu Hause. 30% aller Mütter arbeiten gar nicht und fast 40% nur in Teilzeit. Mit den 21% Lohnunterschied ist die Kluft zwischen Mann und Frau in Deutschland so groß wie in kaum einem anderen EU-Land. Und selbst bei gleichem Werdegang im selben Job bleibt auf dem Konto meistens ein kleiner Unterschied.